Ja, der hat nur 4 Leben. Du siehst Und Lebensanzeige. Hör doch auf, den zu schlagen. Bist du dumm? Der arme Kürbis. Leute, der hat nur 4 Leben, boah, wie schwach. So, also ich halte jetzt die Monster an und wir Aber sehen, warte, ich gehe was. noch zur Endertour und hol mir da meine Rüstung. Okay. Okay. Soll ich deine Eisenrüstung auch holen? Von mir aus. Wir müssen auch schnell. Nein, brauchst du nicht. Hast du noch? Ich habe noch Holz dabei. Wir müssen ganz schnell noch Zäune bauen, sonst hauen die uns ab, ey. Ich meine keine Zäune, sondern Tore. Du weißt, was ich meine. Ja. Gut. Ich hab kein Holz mehr. Ich habe noch Holz. Alles easy. Oh, ups. Aber mit der Hölle bin ich echt enttäuscht. Ja. Wir sehen auch Jack-O-Lanterns, ich baue die mal ab. Okay. Ich tue noch einen Waypoint hinsetzen. So. Halbinsel. Oh. Ach, ich kann die Netherzäune hier abbauen. Na, die brauchen wir nicht. Die kann man zwar nicht benutzen, dafür können wir massig Holz sparen. Ja, Bauen wir einfach ab. wir haben ja Mass, Holz im Mass. Na, noch nicht. Ich hatte mal. Ja. Ich baue einfach mal ab. Die Insel ist schon der Hammer. Muss man mal sagen. Die ist echt groß geworden, ja. Die Farminsel auch, Wenn ich dann die Monster mache, mache ich gleich auch die Tiere an. Ja. Ist echt sinnvoll dann, ne? Das war sehr sinnvoll. Wenn wir die Zäune abbauen, können wir massig Holz noch sparen. Ja. Ich finde sowieso, dass man ein bisschen wenig Zäune dann dafür kriegt, wenn man die macht. Ja. Was ich finde, dass sie beim nächsten Update mehr mit dem Wasser machen sollen, dass unter Wasser mehr ist. Mehr Ja. Wasserpflanzen oder so. Das habe ich mal auf unserer 3 Minecraft-Map gemerkt. Ich habe ja da so ein kleines Unterwasserhaus kann man nicht sagen. Das ist so ein Unterwasser-Bungalow mit Anschluss an eine Höhle. Okay. Da wollte ich halt aus. Ich habe so ein großes Glasfenster noch und ich wollte halt draußen noch was machen. Ich habe da unter Wasser kannst du ja noch Zuckerrohr hinsetzen, aber Echt? ja. Also Aber wie, das wächst dann im Wasser. nee, musst du da hinsetzen. Wie? Also per Hand. Und ja, das ging halt aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da Okay. habe ich mir gedacht, es gibt ja so Mods, so Korallenmods und so in der Wasserpflanze, die dann noch leuchten. Ja. Das wäre echt geil. Da könnte ich das draußen so richtig verzieren. Weil viel kann ich unter Wasser nicht machen. Okay. Ja, das stimmt. Vielleicht, dass sie noch Ein unter so. Taucheranzug oder so wäre Ja, echt oder unter nice. Wasser noch so eine Ruine oder so. Ja, auch Genau. so, dass eine Chance besteht, dass wie die Pyramiden oder da die Tempel im Dschungel, dass so eine Ruine im Wasser gespawnt wird. Ja, aber irgendwann brauchst du für Minecraft, brauchst du jetzt schon halber Gamer-PC. Ja, Wenn du gut. Shader-Mod und so einen Scheiß benutzen willst. Okay, brauchst nicht unbedingt, aber macht natürlich mehr Spaß dann. Ja. Mit meinem PC, da kann ich schon nicht mal Minecraft aufnehmen, das spackt.
Das ruckelt total. Kenne ich. Ich kann sogar die aktuellen Spiele nicht mehr spielen, ne? Wo auf den Markt kommen. Echt? Ja. Überleg was mal, wann ich. PC? Ja, überleg mal, wann ich mir den gekauft habe. Wann? Lang her. Oh ja. Ein Kumpel von mir, der Baldwin LP, der hat sich einen ganz normalen PC zusammengestellt, hat sich die Einzelteile bestellt. Ich glaube, das hat alles insgesamt 600 Euro gekostet. Haben wir echt schon 2014? Ja. Oh Mann, ich bin echt hängen geblieben mit der Zeit. Auf jeden Fall kann er da Far Cry 3 und so kann er auf der höchsten Einstellung spielen, kugelfrei. Ich kann Battlefield auf ich könnte auf höchste Einstellung spielen, aber da müsste ich einen Fenstermodus und das im kleinsten Fenstermodus, wo es gibt, zocken. Okay. Ja. Bist du wieder, ja, du bist wieder auf der Insel. Ich hab jetzt ein Stack und 38 Netherbricks Fans. Okay. Ja, schwerst du dir mal zu. Ja, die hättest du auch einfach in die Kiste reinkloppen können. Ich hab da noch das ganze Kobbel reingetan. Da oben in die Kiste. Okay. Also, nein, noch nicht. Kann man die auch... Man kann das doch auch so machen. Da brauchen wir echt keinen Cut zu machen oder so. Ich muss mal kurz gucken, dass der Ordner nicht zu groß wird, dass ich noch genug Speicher auf meinem... auf meinem PC noch habe. Oh, ich glaube die... Achso, schafft man die Golems, haben so eine gute KI, dass sie nicht runterplumpsen. Ja okay. Wo ist denn da? Da ist er. Wo stellt man das denn nochmal ein? Auf Server Permissions, gell? Keine Ahnung mehr. Monster. Und wo steht der Monster? Monster spawn. True. Spawn Animals. Oh, ist an. Hehe. Soll ich hinrennen? Ich tue es gerade mal speichern. So. Ich tue mal gerade reloaden. Reload. Soll ich die Eier schon mal rausnehmen? Welche Eier? Spawn-Eier. Hey, ich will das machen. Wir machen das gemeinsam. Ich nehme Kuh und Chicken. Ich nehme die Schafe. Was mit den Schweinen? Die mache ich auch. So, warte, ich bin gleich da. Ich fresse nochmal kurz einen Apfel. Yum, 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 yum. So. Komm mal kurz. Boah, viele Melonen. 5. Boah, da Melonen haben wir im Überfluss schon. Oh ja. Zweitens wächst auch recht schnell eigentlich. Besser Melonen in Überfluss als gar nichts. Mhm. So, die Schafe kommen hier rein. Die Hühner, genau, hier in das erste Feld. Hier kommen die Hühner hin. Ach, da in der Massenhaltungszelle. Ja, die Hühner brauchen nicht so viel Platz. Tada! Die Hühner! Die ersten Tiere. Dann, das ist eigentlich egal, ob da Kuh oder Schaf reinkommt. Kuh oder Schwein. Genau. So, und dann kommen da dann die Schweine rein. Guckst du mir zu, das ist Schaf. Schwein. Ich hol gleich mal Samen und Weizen. Ja. Jetzt so, haben wir unsere Tierfarm. Haben jetzt Tiere. Da liegen ja, XP. Bis auf die Kühe, bis auf die Schweine halt. Die können wir nicht sparen. So. Die Schweine können wir leider nicht sparen, uns fehlen die Karotten. Probier's mal. Nee, man kann die nur mit Karotten fahren. Probier's doch mal. Hey, Schweine hier! Nicht rammeln! Nö, die so, wollen was? Nicht. Die machen Schweinekram. Pass auf, das eine will raus. Okay. Ich habe noch 62 Weizen jetzt schon. Oh, ich. Oh, ich hab auch ins Gehege hocken lassen. Ups, ich. So. Hatte ich noch eine EP-Kugel. Oder wollen wir uns eine Karotte schicken? Nee. Wir können sie eh nicht anbauen. Doch, könnten wir, aber... Ich hab da Jack-O-Lanterns reingetan, ne? Hier in die Kiste. Okay. Boah, zwei Dschungelbäume. Ja, lass sie einfach stehen.
Sieht etwas schön aus. Ein bisschen dicht. Alle Bäume erstmal stehen lassen und wachsen, ne? Gehen wir mal rüber und gucken jetzt, ob, ob die... Ich hab kein Schwert. Gar nicht. Bumm. Ah ja, der teleportiert sich, statt mit mir zu laufen. Du kleiner Cheater. Ja, was fällt mir ein, ich cheater. So, ein Schwert, los. Achievement get time to strike. Ja, machst du mir auch eins? Aber natürlich. Wo hast denn du dich hingecheatet? Ach da. Einzel. Hä, hey, unser anderer Schneemann ist weg. Herr Schneemann? Ach, das sind sie ja. Und das ist Frau Schneemann. Schneefrau. Schneefrau. Frau Schneefrau, oh Mann. Doch, da, ich sitze auf der Map. Spawn, da sind wir ja. Und so. Boah, da fehlen sogar Zäune zwischendrin. Was machst du hier für eine Fuscharbeit? Vorsichtig. Ey, ich seh gar nichts. Boah, dann ist die wieder. Houston, wir haben ein Problem. Ey, da geht's in den Abgrund. Was wo? Oh. Da geht's in den Abgrund. Hast du irgendwas? Okay, muss ich ein bisschen ausbessern. Ey, ich. Geil. Boah. Okay, das muss ich ein bisschen ausbessern. Ja, und wie wär's mal mit einer Tür, wo man dann reinkommt oder so? Ich muss ja noch mal überlegen, wie es halt am besten mit den Creepern geht. Ja, scheiß drauf, jedes Mal wieder verbessern, ne? Sehr praktisch, ich könnte die Endertruhen abbauen, dann bekomme ich Obsidian. Obsidian können die Creeper nicht zerstören. Das wäre praktisch. Aber jetzt. Ja, machst du das wieder zu. Achso, ja, willst ja erst. Jetzt haben wir sie geöffnet, jetzt können wir sie wieder schließen. Ja. Ich habe wenigstens 2 Knochen und 4 verrottenes Fleisch. Ich habe 1 Knochen, 2 Pfeile, 1 Gunpowder, 3 Rotten Flash, 1 Faden. Ich gehe mal kurz in die Hölle und guck mal, was da los ist. Da müssten ja auch genug. Sind, ne? Ich gehe doch nicht rein, ich will nicht sterben. Nein, Herr Schneemann, kommen Sie zurück. Ja, genau, kommen Sie zurück. Ja, okay, dann bleiben Sie dort. Hä, wo ist mein Essen? Hast du gegessen? Ich hatte noch voll viel Minuten. Ich geh mal rein, ich bin neugierig. Hallo. Ich hab auch langsam Hungergefühl. Ich nehme mal schnell die Kiste mit, ne? Bevor die uns die wegsprengen. Okay, weißt du was? Weißt du was? Wasser ist nass, ja. Jolo! Oh. Oh, 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 nein. Oh. Was denn? Oh, ich habe einen Zombie-Pickbein getötet. Ey, Junge, Imba! Ey, da läuft noch einer. Da läuft noch einer, da läuft noch einer. Attacke, Junge! Diesen Akku auf mich, pass auf! Ah, Scheiße! Geh weg, geh nach hinten, ich hab ein Schwert. Ich hab mehr Rüstung. Oh verdammt, ich bin fast tot. Nein, ich hab die damals. Nein! Ja, ich bin auch da! Wir sollten. Wir sollten das doch größer ausbauen. Nein, schnell, zurück. Ich hab ein halbes Herz und hab noch die Diamantspitzhacke mit. Boah, Alter, die wäre weg gewesen. Boah, schnell weg. Oh, oh Mann, ey. Schon lustig. Nein, das Herz habe ich noch. Ich hab echt gedacht, gleich ist vorbei. Alter, hab ich gerade Panik gehabt. Boah, Alter.
Boah, das war gerade krass. Oh ja. Ich guck mal, ob ich die Tiere wieder paaren kann. Tatsache. Oder? Nö, schade. Was mit euch? Nö. Das dauert, hier, bis wir in Massenzüchtung haben, Geh wieder? Das dauert, bis wir Massenzüchtung haben. Ja, ja. Zwei Kürbisse sind gewachsen. Wir können ja... Verbesserst du deine Mob? Deine... Monster... Spawn-Ansel? Verbesserst du die mal? Wollen wir das in der nächsten Aufnahme machen? Boah, ich wollte eigentlich aufhören. Echt? Letzte. Wolltest du schon aufhören? Ja. Ja, ich habe auch viel zu rendern. Oh nee, Mann, das dauert auch ewig. Boah, der ist mir fast tot. Wenn wir überlegen, wir nehmen am einen Tag auf und es dauert Wochen, bis diese letzte Folge hochkommt. Das ist krass. Komm. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt machen wir eine Poolparty, ja? Komm rein. Komm, okay. Kühl dich etwas ab. Oh, nimm. Nein. Ja, Genickbruch, Alter. Oh, nimm Zug. Ja, verabschieden wir uns. Ja, mein lieber Zuschauer. Oder? Oder was? Ein bisschen zum Schluss. Ja, und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss.